Ja, hallo Alexander Schumann hier. Morgen ist es schon wieder Donnerstag. Das wird heute ein neues Video und zwar ein Unboxing-Video. Habe ich, glaube ich, nicht so oft gemacht bis jetzt. Und es ist auch ein Haul, also ein Einkaufsvideo, egal wie man es nennen will. Und keine Angst, es ist was zum Essen, aber es ist nichts Veganes. Also ich drehe es mal um. Es ist beschriftet und dann machen wir es mal auf. So, es ist geöffnet, tata, und es ist eine Rechnung dabei, 33,13 Euro. Und was drin ist, das sehen wir gleich. Also, es ist was Grünes drin, es ist Papier drin, es ist Karton drin, es ist Papier drin. So. Fangen wir an mit dem ersten. Es ist so eine Dose und wenn ihr sowas seht, dann wisst ihr, dass es was fürs Terrarium ist. Es sind in diesem Fall Rosenkäferlarven. Und passt das so? Rosenkäferlarven, das, wie der Name sagt, das sind die Larven vom Rosenkäfer. Und das sind solche fettigen Würmer. Und die sind eigentlich, werden die gekauft, dass man sie Terrarientieren verfüttert. Also könnte ich jetzt dem Chamäleon geben, das übrigens da hinten schläft. Das zeige ich euch jetzt mal. So. Und zwar pennt er schon wieder. Und er ist immer noch, ich habe das schon mal in einem Video gesagt, der ist immer an derselben Stelle. Also das ist schon faszinierend. Also 10 Stück habe ich mir da gekauft. Das ist... Das werden sehr schöne Käfer, deswegen habe ich mir die gekauft. Die kommen vielleicht in so ein Terrarium hier. Also mal schauen, in so einen Glasbehälter. Werde ich noch sehen. Und ja, das ist einmal der erste Teil. Okay, 10 Stück. So, als nächstes habe ich das, was ich eigentlich gegoogelt habe, bekommen. Und zwar sind das, ich weiß nicht, ob man es sieht, das sind Fruchtfliegen für meine Gottesanbeterinnen und für meine Springspinnen. Ja, dann habe ich, das ist einmal was, ja, Totes könnte man sagen. Und zwar ist das Premium-Schabenfutter, also nichts Ordinäres, sondern Premium-Schabenfutter. Warum Schabenfutter, werdet ihr euch fragen. Und zwar habe ich hier Schaben drinnen, das sind argentinische Waldschaben und das sind eigentlich für den Kameraden, für den Grünen. Ja, und hoppala. Und die brauchen Futter und deswegen Schabenfutter. So, normalerweise füttere ich sie mit Obst oder so oder was halt so von der Küche übrig bleibt, aber ein bisschen was Besseres. Dann habe ich als nächstes, das sind auch Fliegen, und zwar sind das flugunfähige Stubenfliegen oder so, sowas in der Art. Ich habe sowas noch nie gehabt, aber ich schaue mal, ob man da was sieht. Aha, da sieht man gar nichts. Boah, das riecht nicht so lecker. Aha. Also da ist noch nichts drin, das ist der Zuchtansatz. Und die brauchen wahrscheinlich noch ein paar Tage, bis da die ersten Fliegen rauswuseln. Halt, deswegen machen wir es wieder zu und warten ein bisschen ab. Ja. Dann kommen wir zum vorletzten. Und zwar ist es ein Weizengras, Softgras, Dings. Habe ich mir gekauft, weil ich das für das nächste Mittel brauche. Und zwar sind es, ich glaube, man kann es lesen, Wüstenheuschrecken. Als Futter für die Wüstenheuschrecken. Und zwar, ich habe mir das, das Weizengras bestellt, weil, könnte man selber anbauen, aber ich habe das Zeug, ja, bestellt und dann habe ich nicht gewusst, ob ich irgendwo was bekomme und das brauchen die. Deswegen habe ich das gleich mitbestellt und künftig wird das selber gezogen. Muss man nicht unbedingt kaufen, aber jetzt, weil es schnell gehen hat müssen, habe ich es mir gekauft. So, die kommen natürlich aus der Box raus und in so eine Box. Das ist eine Sammlerbox von IKEA mit einem Gitter oben drinnen, dass Luft reinkommt. Und dann schauen wir uns das einmal an, wie das dann ausschaut. Zuerst einmal das Grünzeugs rein und dann die Heuschrecken.
Ich hoffe, das hört man, wie das da drin raschelt. Ich bringe jetzt die da rein. Oh. Wie im Horrorfilm. Ich tue mal die Schachtel rein und dann. So, Deckel drauf, vorerst. Ja, das ist jetzt. Wie mache ich jetzt das wieder? Da hilft jetzt bloß eins. Jetzt da eine gefangen. Noch eine. Ja, das sind jetzt ein bisschen zu viele. Das ist jetzt blöd. Ja, auf jeden Fall muss ich die irgendwie. Bin gerade ein bisschen ratlos. Eigentlich hätte man das jetzt in den Kühlschrank tun müssen. Halbe Stunde, dann sind sie halbwegs betäubt und dann wäre es ganz, ganz einfach gewesen, die da rein zu buxieren. Das Problem ist, das drum bringe ich wahrscheinlich nicht in den Kühlschrank. Aber ich probiere es einmal. So, das war jetzt circa ein bisschen mehr wie eine halbe Stunde und die Tierchen sind jetzt ziemlich ruhig geworden. Also in Kältestarre. Das ist jetzt nichts Dramatisches. So, das sind Wüstenheuschrecken und in der Wüste, da soll es in der Nacht, kann es da auch ganz schön kalt sein. Ich war mal in Afrika und da in der Nacht ist da eiskalt. So, dann tun wir mal die da rausbeziehen. Okay. So. So. Ist nur eine abgehaut und die tun wir jetzt rein. So, alle drin. Und jetzt kommt das Futter rein. So, dann sind die Tierchen da drin. Schauen wir es mal aus der Nähe noch an. Ja, also diese Heuschrecken sind sehr groß und wenn man sich vorstellt, wenn die zu Millionen oder Hunderttausenden, sagen wir mal, über so Felder herfallen, dann ist das schon eine ganz andere Aktion. Aber so im Terrarium keine Probleme. Und fies ausschauen tun sie irgendwie auch. Wenn ihr vielleicht den Film A Bug's Life, also das große Krabbeln gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende dieses Videos. Es gab ein kleines Problem mit den Heuschrecken, aber das habe ich, glaube ich, ganz gut gelöst mit dem Kühlschrank. Wenn ihr wissen wollt, warum, was das alles gekostet hat, also das waren die Rosenkäferlarven, hatten 4,93 €, das Gras 2,89 €, die Wüstenheuschrecken 12,99 €, das ist der teuerste Posten, aber das sind immerhin 50 Stück. Alle wohl auf, also da keine Probleme. Das Schabenfutter 4,49 €, die Tearfly, die Stubenfliegen, die Flugunfähigen, das sind diese hier. Das sind eigentlich noch Maden, aber ja, das macht nichts, das wird schon noch. Also 2,89 € und ebenfalls 2,89 € die Fruchtfliegen.
Ja, das Ganze, Verpackung, Versand, 2,99 €, das ist sehr fair. Also das ist eine schöne Schachtel, das ist eine große Schachtel und gut verpackt mit Füllmaterial. Also das kann man so lassen. Ja, dann war es das für dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, ob ich irgendwas, vielleicht die Rosenkäfer laufen oder ja. Dann sehen wir uns demnächst.